Spielregeln zu Root. In Root kämpft ihr als eines von vier Tiervölkern um die Vorherrschaft im Wald. Hier sieht man die vier verschiedenen Fraktionen. Einmal gibt es den Marquis de Cat, das ist der derzeitige Herrscher des Waldes, der seine Macht festigen will und seine Industrie ausbauen will. Dann gibt es ja das Vogelvolk oder die Eerie Dynasty, das sind die alten Herrscher. Für die ist jetzt ein idealer Zeitpunkt gekommen, ihre alte Macht zurückzuerobern. Dann gibt es die sogenannte Woodland Alliance oder auch die Rebellen. Das ist die Waldbevölkerung, die sich zunächst im Untergrund gegen die Herrschenden auflehnt. Und zum Schluss gibt es dann noch den Vagabunden. Das ist ein Einzelgänger, der seine eigenen Ziele verfolgt und dabei sowohl mit den anderen paktieren, als diese auch sabotieren kann. Alle Fraktionen haben unterschiedliche Mechanismen und unterschiedliche Wege an Siegpunkte zu kommen. Die wollen wir gleich im Detail einmal alle durchgehen, aber vorher gibt es einmal ein paar allgemeine Regeln. Das ist das Spielfeld. Das Ganze spielt in einem Wald. Dieser Wald besteht aus Waldflächen, Wegen und Lichtungen. In diesen Lichtungen gibt es sogenannte Slots oder Bauplätze und jede Lichtung hat eine sogenannte Farbe. Es gibt Mauslichtungen, Fuchslichtungen und Hasenlichtungen. Das sind quasi inhaltlich die Völker, die dort leben. Diese Farben korrespondieren mit den oben links auf den Karten gezeigten Farben. Es gibt noch eine weitere Kartenfarbe, die blaue oder die Vogelfarbe. Diese gilt im Allgemeinen als Joker. Da kommen wir aber später noch zu. Lichtungen, zwischen denen ein Weg ist, gelten als angrenzend. Im Englischen wird das auf den Karten adjacent genannt. Es gibt unterschiedliche Kriegerfiguren und einen Waschbär. Dieser ist kein Krieger, hat aber auch eine Figur. Dann gibt es eckige Kärtchen, das sind sogenannte Gebäude. Und runde Plättchen, das sind sogenannte Token. Eine wichtige Grundregel in diesem Spiel ist das Beherrschen von Lichtungen. Der Spieler, der am meisten Krieger plus Gebäude in dieser Lichtung hat, beherrscht diese Lichtung. In diesem Fall hat der Orangenspieler zwei Krieger und ein Gebäude und der blaue Spieler nur zwei Krieger. Dementsprechend beherrscht der Orangenspieler diese Lichtung. Wäre das Gebäude nicht da, gäbe es zunächst einen Gleichstand. Da greift dann eine Sonderregel für das Vogelvolk, für den blauen Spieler, dass dieser bei einem Gleichstand immer die Lichtung beherrscht. Das für jeden zugängliche Kartendeck besteht aus vier unterschiedlichen Kartenarten. Zum einen gibt es da Karten, mit denen man sogenannte Items bauen kann. Das sind diese Plättchen, die letztendlich auch Siegpunkte bringen. Dann gibt es Karten, die, wenn man sie aktiviert, eine zusätzliche Option geben im Kampf oder bei anderen Aktionen. Dann gibt es sogenannte Ambush-Karten. Diese Karten geben einen Vorteil im Kampf. Und zu guter Letzt gibt es die sogenannten Dominance-Karten. Mit diesen Karten kann man seine Siegbedingungen verändern. Das sehen wir später nochmal. Wie schon erwähnt, haben alle Fraktionen unterschiedliche Wege an Siegpunkte zu kommen. Es gibt aber auch zwei Wege, die für alle gleich sind. Zum einen gibt es Siegpunkte, wenn man Gebäude oder Token von einem Gegner aus der Lichtung entfernt, durch einen Kampf zum Beispiel. Es gibt grundsätzlich keine Siegpunkte, wenn man Kriegerfiguren entfernt. Eine Ausnahme bildet da der Vagabund, aber da kommen wir später zu. Und die zweite Möglichkeit, wie eben schon gesagt, ist, wenn man solche Items baut. Dann gibt es die Siegpunktanzahl, die hier unten abgebildet ist. Bevor wir uns jetzt die individuellen Mechanismen der einzelnen Fraktionen angucken, gibt es auch nochmal drei Schlüsselaktionen, die für alle Spieler gleich sind. Zum einen gibt es da die sogenannte Craft-Aktion. Wie eben schon mal angesprochen, sind das diese Karten, die man dann aktivieren oder bauen kann. In diesem Beispiel wollen wir jetzt eine Teekanne bauen, würden dafür zwei Siegpunkte kriegen. Wie geht das jetzt? Wir beachten dabei nicht die Farbe der Karte, sondern gucken uns dieses Symbol bzw. dieses Symbol hier unten an. In diesem Fall ist es nur eins, können aber auch mehrere sein. Es ist ein kleines Maussymbol. Das heißt, ich als ausführender Spieler muss Zugang zu Produktionsstätten in mindestens einer Mauslichtung haben. Was Produktionsstätten sind, ist von Fraktion zu Fraktion unterschiedlich. Kommen wir gleich nochmal im Genaueren drauf. Bei der Marquis de Cat ist es dieses Symbol mit dem Amboss. Bei dem Vogelvolk ist es das Nestsymbol.
Bei der Woodland Alliance sind es diese grünen Token. Der Vagabund produziert mit diesen Hämmern. Wenn ich jetzt das Katzenvolk wäre und die Teekanne bauen wollte, müsste ich mindestens eine Produktionsstätte in einer Mausrichtung haben. Ein anderes Beispiel, um das Ganze zu verdeutlichen, wäre diese Karte. Wenn ich diese als Vogelspieler bauen wollte, bräuchte ich mindestens zwei Hasensiedlungen, zum Beispiel hier, hier, eine meiner Produktionsstätten. Dann könnte ich in diesem Fall diesen Gegenstand kaufen. Wichtig noch ist, dass während einer Runde immer nur eine Produktionsstätte einmal benutzt werden darf für eine Crafting-Aktion. Wenn ich jetzt noch eine weitere Karte kaufen oder aktivieren wollte, die Häschenressourcen braucht, bräuchte ich weitere Produktionsstätten in anderen Häschenrichtungen. Inhaltlich heißt es weniger, dass wir eine Ressource verbrauchen, eher heißt es, dass wir für das Kaufen oder Bauen von verschiedenen Karten Unterstützung von unterschiedlichen Waldvölkern brauchen. Man darf nicht zwei Karten mit dem gleichen Namen kaufen. Kommen wir zur zweiten allgemeinen Aktion, und zwar die Bewegung oder Move. Hier gilt immer, dass ein Spieler mindestens die Lichtung, aus der er hinauszieht, beherrschen muss oder die Lichtung, in die er hineinzieht. Der orangene Spieler beherrscht diese Lichtung nicht, kann dementsprechend nicht hieraus in andere Lichtungen ziehen, die er nicht beherrscht. Er kann von da aus nur in Lichtungen ziehen, die er beherrscht. In einer Move-Aktion kann auch immer nur eine verbundene Lichtung erreicht werden. Dafür aber mit so vielen Einheiten, wie man möchte. Natürlich können Token und Gebäude nicht versetzt werden. Die dritte allgemeine Aktion ist der Kampf oder Battle. Der Kampf läuft immer wie folgt ab. Der attackierende Spieler sucht sich eine Lichtung aus, in der er attackieren will. In dieser Lichtung muss er mindestens einen Kämpfer stehen haben oder eben seinen Waschbären. Dann sucht er sich eine verfeindete Partei in dieser Lichtung aus. Diese angegriffene Partei kann in dieser Lichtung vertreten sein durch Kämpfer und oder Gebäude und oder Tokens. Sobald klar ist, wer angegriffen wird, hat der Verteidiger die Chance, eine Ambush-Karte auszuspielen. Er kann aber nur eine Ambush-Karte ausspielen, wenn er sie in der entsprechenden Farbe auf der Hand hält. In diesem Fall bräuchte er eine Fuchs-Ambush-Karte. Sonderregel dabei ist wieder, wie schon erwähnt, wenn er auch eine Vogel-Ambush-Karte hat, könnte er diese auch ausspielen, weil Vogelkarten gelten als Joker. Wenn jetzt der Verteidiger eine Ambush-Karte gespielt hat, hat der Angreifer auch nochmal eine Möglichkeit, eine entsprechende Ambush-Karte zu spielen. Er bräuchte dann auch wieder eine passende oder eine Vogelkarte. Wenn das so wäre, dann würden sich die Ambushs ausgleichen und es käme zum normalen Kampf. Wenn der Angreifer den Ambush nicht ausgleichen könnte, hätte der Verteidiger jetzt einen Vorteil, und zwar würde sein Ambush greifen und das heißt, es würden zwei der Krieger des Angreifers vom Spielfeld genommen. Wenn der Angreifer danach noch Krieger in der umkämpften Lichtung hat, kommt es zum normalen Kampf. Und zwar werden jetzt die Würfel geworfen. Im normalen Fall erhält der angreifende Spieler den höheren Würfelwurf und der Verteidiger den geringeren. Der Angreifer teilt jetzt quasi zwei Schläge aus. Aber dabei ist zu beachten, dass der Angreifer immer nur maximal so viele Schläge austeilen kann, wie er Krieger in der Lichtung hat. In diesem Fall, nach dem Ambush, hätte er nur noch die Möglichkeit, einen Hit auszuteilen. Das macht er auch, indem ein Vogel runtergestellt werden muss. Der Verteidiger selber hat auch nochmal die Möglichkeit, einen Schlag auszuführen und damit ist die Katze weg. Jetzt nochmal ein paar Spezialfälle. Theoretisch hätte hier auch 3-3 gewürfelt werden können. 3 für den Angreifer, 3 für den Verteidiger. Der Angreifer kann aber nur einen ausführen, weil er nur einen da stehen hat. Und der Verteidiger kann auch nur insgesamt 2 ausführen. Er dürfte 3, kann aber nur 2, weil er nur 2 da stehen hat. Wäre es nicht zum Ambush gekommen und er noch 3 da stehen hätte und dann die 3 gewürfelt hätte, dürfte er diese Schläge voll ausnutzen. Das heißt, beide Vögel würden gehen und zum Schluss würde noch ein Gebäude zerstört.
Das heißt, die Schläge verteilen sich erst auf die Krieger und dann auf Gebäude und Token. Wobei der Schläge einsteckende Spieler entscheiden kann, welches Gebäude und welcher Token entfernt wird. Ein weiterer Spezialfall ist der folgende. In diesem Fall wird der Katzenspieler attackiert und das Vogelvolk ist der attackierende Spieler. In dieser Lichtung stehen aber gar keine Kriegereinheiten von der Katze, sondern nur Gebäude. Und dann käme der folgende Würfelwurf, 1 und 1. Das heißt, zunächst würde der Angreifer einen Schlag ausführen. Dürfte er auch, denn er hat ja mindestens einen Krieger da drin. Der Verteidiger würde einen Schlag ausführen. Das darf er allerdings nicht, weil seine Schläge, die er maximal austeilen kann, ja immer mindestens seiner Kriegerzahl entsprechen muss. Der Sonderfall hier ist jetzt, dass dadurch, dass kein verteidigender Krieger in der Lichtung ist, der angegriffene Krieger quasi schutzlos ist oder defenseless auf den englischen Bezeichnungen. In diesem Fall gibt es einen Extraschlag, den der attackierende Spieler ausführen kann. Das heißt, in diesem Beispiel würde er beide Gebäude zerstören. Das gilt zum Beispiel auch im Kampf gegen Tokens, insbesondere gegen die Tokens der Woodland Alliance, der Rebellen. Dieser ist schutzlos und kann auch keine Schläge austeilen. Jetzt nochmal zur Erinnerung, der Vogelspieler hat jetzt gerade zwei Gebäude zerstört, das heißt, er würde dafür auch jeweils einen Punkt kriegen. Bevor es jetzt in die einzelnen Fraktionen geht, kommt es jetzt nochmal zum allgemeinen Aufbau vor dem Spiel. Zunächst werden alle Siegpunktmarker auf die entsprechende Leiste unten gesetzt. Der erste, der 30 Siegpunkte erreicht, hat gewonnen. Dann wird hier oben die Leiste mit den Items aufgefüllt, entsprechend der Symbole, die dort abgedruckt sind. Und dort kommen die Plättchen drauf ohne Buchstaben. Die mit den Buchstaben R und S sind wichtig für den Vagabunden. Des Weiteren werden alle Slots, auf denen ein R abgebildet ist, zunächst abgedeckt mit so einem Ruinenplättchen. Dort gibt es dann hinterher nochmal eine extra Regel, wenn wir uns den Vagabunden anschauen. Dann erhält jeder eines dieser vier Spielertableaus, die die einzelnen Waldvölker repräsentieren. Zu guter Letzt erhält jeder Spieler vom gemischten Kartenstapel nochmal drei Handkarten, die er verdeckt auf die Hand nimmt. Jetzt schauen wir uns im Speziellen das Spiel des Marquis de Cat an. Für ihn müssen auch ein paar Vorbereitungen getroffen werden. Diese sind auf der Rückseite seines Spielertableaus hier aufgezeigt. Als erstes entscheidet er sich für eine der vier Ecklichtungen und platziert darauf seinen Burgtoken. In diesem Fall legt er es hier oben hin. Da es sich um einen Token handelt, ein rundes Plättchen, muss er nicht auf einen Slot gelegt werden, auf einen Bauplatz. Jetzt verteilt er alle seine Krieger auf die Lichtung, angefangen in der Lichtung, in der er seine Burg hat. Nur eine Lichtung wird dann frei bleiben, und zwar ist das immer die, die diagonal gegenüber zu seiner Burg liegt. Der Katzenspieler hat drei verschiedene Gebäude. Einmal die Sägemühle, mit der er Baustoff für die weitere Gebäudeproduktion produziert. Dann gibt es seine Produktionsstätte, mit denen er Karten bauen kann. Und den sogenannten Recruiter, mit denen er neue Einheiten aufs Spielfeld bringt. Zu Beginn darf er je eines dieser Gebäude auf seine Anfangslichtung stellen. Seine Anfangslichtung ist die, wo seine Burg draufsteht und alle damit direkt verbundenen. Dann geht es weiter mit Vorbereitung auf der Vorderseite seines Spielertableaus. Und zwar werden jetzt die restlichen Gebäude, die er noch hat, auf diese Leisten gelegt, wobei immer die erste Spalte freigelassen wird. So sieht das dann am Ende aus. Außerdem hat er noch diesen Stapel von Holztokens, die er so daneben liegt. So, wie kommt jetzt der Katzenspieler zu Siegpunkten? Ganz einfach, indem er diese Gebäude baut. Je mehr Gebäude er baut, umso mehr Siegpunkte erhält er dafür. Je mehr Gebäude er kauft, umso teurer werden sie jedoch. Die Anzahl Holz, die man für das Gebäude braucht, steht hier oben in der Spalte oben drüber. Wie jeder Spieler hat auch der Katzenspieler zwei individuelle Fähigkeiten. Zum einen ist er davor geschützt, dass seine Gegner einfach Einheiten oder Token in die Lichtung, in der er seine Burg hat, reinstellen. Diese müssen dort immer
reingezogen werden durch eine Bewegungsaktion. Das ist insbesondere wichtig im Spiel mit der Woodland Alliance. Zum einen hat er die Möglichkeit, wenn er Krieger verliert im Kampf, dass er diese durch Abwerfen einer bestimmten Karte zurückholt in seine Burglichtung. Das nennt sich Feldlazarett. Das funktioniert so. Angenommen, in der Mauslichtung war der Kampf. Der Vogelspieler teilt einen Schlag aus. Die Katze würde eigentlich entfernt werden. Aber jetzt hat der Katzenspieler noch auf der Hand eine Karte mit der Farbe der Mauslichtung. Kann die abwerfen auf den Ablagestapel und würde seine Katze zurückholen ins Feldlazarett, da wo seine Burg steht. Das Ganze wäre auch gegangen mit dem Ablegen einer Vogelkarte. Die gilt ja als Wildcard. Die Spielrunde eines jeden Spielers teilt sich in drei Phasen. Den Bird Song, also den Morgen, Daylight, also tagsüber und Evening abschließend. Und die werden auch erst alle einmal durchgespielt, bevor der nächste Spieler in der Runde dran ist. In der Morgenphase wird bei dem Katzenspieler auf jede seiner Sägemühlen ein Holz gelegt. Zu Beginn war das ja nur eine, aber wenn er sein Netzwerk ausbaut mit Sägemühlen, werden das immer mehr. Diese braucht er hinterher, um weitere Gebäude zu bauen. Dann geht es in die Hauptaktionsphase. Dort fängt man immer an mit der Craft-Aktion. Sprich, man kann von seiner Hand Karten bauen oder aktivieren, wie auch immer. Das haben wir ja schon zu Beginn kurz besprochen. Hier oben hat man die Kosten bzw. die Unterstützung, die man aufbringen muss. Für diese Karte bräuchte der Katzenspieler zum Beispiel dieses Plättchen, also die Produktionsstätte oder Werkstatt, in mindestens einer Maussiedlung. Er kann so viele Karten kaufen bzw. bauen, wie er Ressourcen dafür hat, muss nur darauf achten, dass jede Produktionsstätte nur einmal pro Runde benutzt werden darf. Wenn ein Spieler durch solche Karten solche Items kauft, werden die im Spiel mit dem Vagabunden dieses Feld hier oben hingelegt. Und es werden die entsprechenden Siegpunkte auf der Leiste abgetragen. Wenn man ohne den Vagabunden spielt, kann man sich das auch sparen, diese Plättchen da oben hinzulegen. Dann hat der Katzenspieler insgesamt drei Aktionen zur Auswahl. Und zwar kann er aus diesen fünf Aktionen wählen, die wir gleich einmal durchgehen. Er kann auch im Grunde Aktionen mehrfach machen. Und am Ende hat er immer die Möglichkeit, eine Vogelkarte abzuwerfen. Das steht hier, um noch zusätzliche Aktionen zu kriegen. Gehen wir einmal die einzelnen Aktionsmöglichkeiten durch. Battle, das ist der Kampf. Das haben wir ganz zu Beginn schon besprochen, wie das funktioniert. Dann kann der Katzenspieler marschieren. Das sind einfach zwei Move bzw. zwei Bewegungsaktionen, die wir zu Beginn erklärt haben. Dann kann er recruiten. Das heißt, er kann diese Gebäude auf dem Spielplan nutzen. Und zwar könnte er auf jedes dieser Recruitment-Gebäude, die er im Spiel hat, eine neue Figur draufstellen. Dann gibt es die Build-Aktion. In dieser Aktion können wir neue Gebäude bauen. Das funktioniert so. Zum Beispiel entscheide ich mich für eine neue Sägemühle. In diesem Beispiel möchte ich die Sägemühle hier platzieren. Wichtig dabei ist, dass die Lichtung, in die ich das neue Gebäude platziere, verbunden ist mit der Holzquelle. Es muss quasi eine Verbindung hergestellt werden über von mir beherrschte Lichtungen und Wege bis zum Bauort. In diesem Fall ist das ziemlich deutlich zu sehen. Direkt angrenzend habe ich eine Sägemühle mit einem Holz und diese Sägemühle kostet auch nur ein Holz. Das wäre kein Problem. Auch wenn die Sägemühle mit dem Holz hier wäre, wäre trotzdem eine Verbindung über von mir beherrschte Lichtung möglich bis zum Bauort. Anders sähe es in diesem Fall aus. In diesem Fall hat der Vogelspieler quasi diese Siedlung hier separiert. Das heißt, das Holz kann nicht zum Bauort gelangen. Immer wenn ein neues Gebäude gebaut wird, wird der darunter auftauchende Siegpunktbonus auf der Leiste abgetragen. Die letzte Aktion, die der Katzenspieler wählen kann, sind die Überstunden. Da kann er sich entscheiden, ob er in einer bestimmten Sägemühle nochmal ein extra Holz draufstellt. Dafür muss er aber auch wieder eine Karte bezahlen und die Karte muss die Farbe haben, wie die Lichtung, in der die entsprechende Sägemühle steht. Sprich, in dieser Sägemühle will er nochmal ein Holz draufpacken, also braucht eine Karte mit der Fuchsfarbe oder eine Vogelkarte.
Diese wird wieder abgelegt. Abschließend werden am Abend wieder Karten nachgezogen. Und zwar grundsätzlich eine Karte plus weitere Karten, je nachdem wie viele von diesen Boni hier aufgedeckt wurden. Danach schaut der Spieler, wie viele Karten er auf der Hand hat. Sind es mehr als 5, muss entsprechend bis auf 5 reduziert werden. Das war's mit den Katzen. Weiter geht's mit der Eerie Dynasty oder dem Vogelvolk. Auch die haben wieder zwei extra Eigenschaften. Zum einen die bereits erwähnte Eigenschaft, dass das Vogelvolk auch dann immer eine Lichtung beherrscht, wenn eigentlich Gleichstand gelten würde. Zum anderen hier ein kleiner Nachteil. Es nennt sich Disdain for Trade. Das heißt, immer wenn das Vogelvolk ein Item wie diesen hier zum Beispiel baut, würde es nur einen Siegpunkt scoren, obwohl hier teilweise mehr Siegpunkte angegeben sind. Gemäß der Rückseite des Spielertableaus werden wieder einige Vorbereitungen gemacht. Zum einen bevölkert der Vogelspieler mit 6 Kriegern und einem Nest die direkt diagonal gegenüberliegende Lichtung von der vom Katzenspieler eingesetzten Burg. Dann muss der Vogelspieler einen dieser 4 Führer auswählen. Die haben alle unterschiedliche Spezialfähigkeiten noch und haben hier in dem Banner stehen, mit welchen Aktionen zu Beginn des Spiels bereits angefangen wird. Da kommen wir gleich zu. Diesem Beispiel nehmen wir mal den hier. Gemäß der Führerkarte wird jetzt anhand dieses Banners hier oben, wo dann 2 Aktionen drin stehen, hier in diesem Fall Recruit und Battle, die sogenannten 2 Visierkarten an die entsprechende Stelle gesteckt. In diesem Fall Recruit und Battle. Die Spielerkarte kommt dann hier auf die Vorderseite des Spielertableaus. Außerdem werden die 6 verbleibenden Nestgebäudeplättchen auf diese Leiste gelegt. Der Vogelspieler bekommt am Ende seiner Runde immer genau so viele Siegpunkte, wie unter seinem letzten freien Nestfeld stehen. In der Frühphase wird geschaut, ob der Vogelspieler noch Handkarten auf der Hand hat. Wenn nicht, darf er eine ziehen. Dann muss er eine oder 2 Karten von seiner Hand in sein sogenanntes Dekret stecken. Das Dekret ist hier oben, das sind 4 Ablagefächer, wo man Karten so hintersteckt, sodass die nur noch die Farbe rausschaut. Was das zu bedeuten hat, sehen wir gleich. Nur eine der 2 Karten, die der Vogelspieler dort einsetzt, darf eine Vogelkarte sein. Diese Karten haben nämlich auch hier wieder eine Joker-Funktion und bieten dem Spieler einen Vorteil. Kommen wir gleich zu. Dann gibt es hier nochmal einen Check. Wenn der Vogelspieler gar keine Neste hat, darf er irgendwo ein Nest aufbauen in einer Siedlung, wo am wenigsten Krieger stehen und darf dort wieder mit 3 Kriegern starten. Dann geht es in die Tageslichtphase. Dort, wie bei den anderen Spielern auch, gibt es wieder diese Craft-Aktion. Die funktioniert genau wie beim Katzenspieler, nur dass dort nicht mit Werkstätten die Unterstützung der Waldbevölkerung geholt wird, sondern mit diesen Nestplättchen. Dann wird das Dekret durchgespielt. Während des Birdsongs hat der Kollege zum Beispiel hier auch schon mal bei der Aktion Move eine Karte hinterlegt mit der Farbe Fuchs. Und jetzt geht's los, jetzt wird das Dekret von links nach rechts einmal durchgespielt. Und überall, wo eine Karte hintersteht, dort wird auch eine Aktion, beziehungsweise bei mehreren Karten, die dahinter stecken, müssen mehrere Aktionen dort ausgeführt werden. Wenn das nicht möglich ist, da kommen wir gleich zu, hat das Nachteile für den Spieler. Das wird an einem Beispiel deutlicher. Zum einen muss der Spieler jetzt in einer Lichtung mit der Farbe seiner Wahl recruiten. Er darf nur recruiten, wenn er auch in dieser Lichtung ein Nest hat. Das geht zu Beginn des Spiels eigentlich nur in seiner Ursprungslichtung. Hinterher wird er mehrere Nester haben, dann dürfte, wenn da mehrere Karten hinterstecken, mehrfach recruited werden. Als nächstes gucken wir uns den nächsten Slot an, das ist die Bewegungsaktion. Hier ist auch eine Karte hinter, das heißt, hier muss der Spieler wieder handeln. Und zwar muss er jetzt aus einer Fuchssiedlung Einheiten rausziehen, nach den normalen Bewegungsregeln. Er muss entweder
die Siedlung beherrschen, aus der er rauszieht, oder er muss die Siedlung beherrschen, in die er hineinzieht. In diesem Fall beherrscht er die Siedlung, aus der er hinauszieht. Das ist, wie gefordert, eine Fuchssiedlung. Und er zieht nach hier. Dort erwartet ihn schon eine Katze. Das ist nämlich auch wichtig, weil jetzt muss er laut Dekret kämpfen. Und zwar in einer Siedlung seiner Wahl. Dort kommt es jetzt zu den eben schon mal beschriebenen Kampfregeln. Ein neues Nest wird in dieser Runde nicht gebaut. Im Laufe des Spiels werden jetzt immer mehr Karten hinzugefügt. Das heißt, der Spieler muss immer schön im Voraus planen, was kann ich machen und was kann ich nicht machen. Muss immer aufpassen, dass ihn andere Spieler nicht sabotieren, die sein Dekret ja auch sehen. Nämlich, wenn es dann einmal dazu kommt, dass eine Aktion des Dekrets nicht mehr wie gefordert ausgeführt werden kann, kommt es zu Unruhen im Vogelstaat. Und die haben erhebliche Nachteile für den Spieler. Diese Unruhen gucken wir uns jetzt einmal an. Die Regeln der Unruhe sind hier beschrieben. Erstens wird der Spieler gedemütigt. Jetzt verlieren wir nämlich Siegpunkte. Und zwar so viele, wie wir Vogelkarten in unserem Dekret drin stecken haben. Ja, die helfen uns ja erst im Dekret. Aber wenn wir es dann verbocken, dann führen die zu Siegpunktverlust. Dann werden sämtliche Karten aus dem Dekret herausgenommen. Die normalen Karten kommen auf den Ablagekartenstapel. Die Visiere, die mit dem Führer kommen, werden erstmal zur Seite gelegt. Denn jetzt wird der Führer, der versagt hat, zum Teufel gejagt und es wird ein neuer gewählt. Zum Beispiel so einer hier, der hat wieder andere Strataktionen, unter die diese Visiere gesteckt werden. In diesem Fall Recruit und Move. Zu guter Letzt ist dann die Tagphase endgültig vorbei und es geht in die Abendphase. Wenn wir das Dekret ganz normal erfolgreich durchgespielt hätten, würden wir auch in die Abendphase kommen. Und dort gibt es dann eben, wie zu Beginn erwähnt, Siegpunkte in der Höhe, wie sie hier unten auf der Leiste abgetragen sind. Das heißt, je mehr Nester ich auf dem Feld habe, umso mehr Punkte score ich am Ende der Runde. Dann, wie bei der Katze, wird die Kartenhand nochmal aufgestockt. Weiter geht's mit der Woodland Alliance oder den Rebellen. Diese legen erst ihre sogenannten Sympathietoken hier unten auf diese Leiste. Und diese Gebäudemarker, die ihre Basis symbolisieren, kommen auf diese Leiste hier. Außerdem erhält dieser Spieler neben seinen Handkarten nochmal drei Karten, die er hier auf diesen Stapel seiner Unterstützer bzw. Supporter legt. Dieser Spieler erhält Siegpunkte für jeden Sympathietoken, den er auf dem Spielfeld unterbringen kann. Und zwar immer gemäß der Punktzahl, die darunter auftaucht. Inhaltlich heißt das eigentlich, dass er die Waldbevölkerung für seine Idee der Rebellion begeistert und dass sie ihn entsprechend unterstützen. Dann kommen wir zu den Spezialeigenschaften. Einmal ist da die Outrage zu nennen. Das heißt, immer wenn ein gegnerischer Spieler durch Kampf einen seiner Sympathietoken vom Spielfeld nimmt, muss er dem Spieler eine entsprechende Karte geben. Und zwar immer eine Karte mit der Farbe, in der er den Token vernichtet hat. Diese Karte darf der Spieler dann nehmen und auf seinen Supporterstapel legen. Das heißt, dadurch bekommt er noch zusätzliche Unterstützung. Außerdem bekommt der Spieler auch immer eine entsprechende Karte von dem Spieler, der auf eine Lichtung zieht, in der er schon einen Sympathietoken hat. In diesem Fall würde er vom Katzenspieler eine Karte kriegen mit der Farbe Fuchs. Wenn der entsprechende Spieler diese Karte nicht hat, muss er die Karten einmal zeigen und dann wird verdeckt eine gezogen. Sehr wichtig auch noch die andere Eigenschaft. Und zwar handelt es sich bei den Rebellen ja um Guerillakämpfer und die haben einen leichten Vorteil im Kampf. Im Gegensatz zu allgemeinen Regeln bekommen die Rebellen auch immer den höheren Würfelwurf als Verteidiger. An der Stelle aber nochmal die Wiederholung. Sobald sie als Verteidiger nur mit einem Token in der Lichtung sind und ohne Kämpfer, richten sie trotzdem keinen Schaden aus beim Angreifer. Auch dieser Spieler hat wieder die drei Phasen. In der ersten Phase, in der Frühphase, kann er eine Revolte ausrufen. Dafür braucht er nur eine Lichtung, in der ein Sympathietoken von ihm liegt. Und außerdem braucht er zwei Karten in seinem Supporter-Deck mit der Farbe
der entsprechenden Dichtung. In diesem Beispiel hätte er zwei Karten, könnte dementsprechend hier revoltieren. Was passiert dann? Alle gegnerischen Einheiten werden aus dem Spiel genommen. Auch Gebäude wären vernichtet worden. Dann wird eine entsprechende Basis vom Spielertableau genommen und auf einen der Slots gepackt. Dann wird eine Kriegerfigur genommen und in die sogenannte Offiziersbox gesetzt. Nur wenn man Offiziere hat, kann man hinterher am Abend militärische Operationen durchführen. Zusätzlich bekommt der Spieler jetzt noch so viele Kriegerfiguren in diese Lichtung, wie er sympathisierende Lichtungen mit der gleichen Farbe hat. In diesem Fall hat der Spieler nur eine Fuchslichtung mit einem Sympathie-Token. Dementsprechend kriegt er nur einen Krieger hier rein. Während es mehrere Krieger reingestellt. Der Spieler kann auch mehrere Revolten machen in einer Runde, muss dafür natürlich immer die Bedingungen erfüllt haben. Zu Beginn des Spiels ist die Wahrscheinlichkeit für Revolten wahrscheinlich eher gering. Erst muss die Waldbevölkerung von der Idee der Rebellion überzeugt werden. Das heißt, diese Sympathietoken müssen auf die Lichtung verteilt werden. Und das kann man hier auch in Birdsong machen. Das Ganze heißt Spread Sympathy. Der Spieler kann hier durch Ablage entsprechender Supporterkarten diesen Token auf eine entsprechende Lichtung platzieren. Die Anzahl der abzuwerfenden Supporterkarten steht hier oben drüber. Die ersten drei Sympathietoken kosten eine entsprechende Karte. Entsprechend heißt, wie so oft in diesem Spiel, wenn ich in einer Mauslichtung einen Sympathietoken legen will, brauche ich eine Maus-Supporterkarte, die ich ablege. Oder zwei oder drei Karten, je nachdem, mein wievielter Token das ist. Wenn noch gar kein Sympathietoken von mir liegt, kann ich mir aussuchen, wo ich meinen ersten hinpacke. Alle weiteren müssen mit meiner Ursprungslichtung verbunden sein. Eine Sonderregel beim Verteilen von Sympathie ist, dass wenn ich in eine Lichtung einen Token reintun will, in dem ein Spieler mindestens drei Krieger hat, muss ich eine Extrakarte ablegen. Das heißt, beispielsweise, wenn ich meinen vierten Token legen will, der normalerweise zwei Karten erfordern würde, und ich das hier machen würde, müsste ich insgesamt drei Karten mit der Fuchsfarbe ablegen. Hier sind wir in der Daylight-Phase angekommen. Hier gibt es auch wieder die Craft-Phase. Der Woodland Alliance-Spieler craftet über diese Sympathie-Token. Nächste Aktion, die er wählen kann, ist die sogenannte Mobilize-Phase. Dort kann er eine Karte von seiner Hand nehmen und sie auf sein Supporter-Deck drauflegen. Wenn bereits eine Basis ausliegt durch eine Revolte, kann man weitere Offiziere trainieren. Und zwar müsste ich dann eine Karte von meiner Hand ablegen, die wieder zu der entsprechenden Basis passt, und dann eine weitere Kriegerfigur nehmen und sie hier zu meinen Offizieren stellen. Das erhöht mein Aktionspotenzial am Abend. Diese Aktion darf der Woodland Alliance-Spieler so oft machen, wie er möchte bzw. kann. Jetzt sind wir beim Abend. Hier kann er jetzt eine Militäroperation durchführen pro Offiziersfigur hier in dieser Box. Dort tauchen dann auch wieder unsere bekannten Aktionen auf, Bewegung und Recruitment. Wobei beim Recruitment pro Aktion auf jede Basis eine neue Kriegerfigur gestellt wird. Dann gibt es auch noch die bekannte Battle-Aktion. Die macht für den Spieler auch nur Sinn, wenn er bereits schon ein paar Krieger auf dem Spielfeld hat. Mit den Token kann er ja keinen Schaden ausrichten. Zu guter Letzt gibt es noch die Möglichkeit, sich zu organisieren. Das funktioniert wie folgt. Ich kann mich jetzt entscheiden, aus einer Lichtung, auf der noch kein Sympathietoken von mir liegt, einen meiner Krieger wegzunehmen und dort einen entsprechenden Token zu platzieren. Dafür gäbe es dann wieder Siegpunkte. Ich kann niemals zwei Sympathietoken auf einen und der gleichen Lichtung platzieren. Außerdem kann ich nie einen Sympathietoken auf der Lichtung platzieren, wo der Katzenspieler seine Burg platziert hat. Bevor ich eine Basis auf dem Spielplan habe, kann ich höchstens drei Supporter haben. Hätte ich einmal mehr, müsste ich welche ablegen. Sobald ich eine Basis errichten konnte, ist meine Supporteranzahl unbegrenzt. Im Kampf zählt eine Basis so wie ein Gebäude, kann dementsprechend auch vernichtet werden. Wenn einmal ein Gegner meine Basis zerstört, muss ich aus meinem Supporter-Deck alle passenden Karten abwerfen. Dazu zählen auch die Vögel. In diesem Fall beim Verlust der Fuchsbasis müsste ich meinen Fuchs wegtun und auch den Vogel. Der Rest dürfte hier bleiben.
Außerdem würde ich Offiziere verlieren. Und zwar würde ich die Anzahl halbieren müssen. Und dabei müsste ich aufrunden. Außerdem muss ich dann wieder gucken, ob ich die optimale Supporter-Deckgröße einhalte. Weiter geht's mit der letzten Fraktion, dem Vagabunden. Wenn mit dem Vagabunden gespielt wird, müssen unter jedes dieser Ruinenplättchen eins von den Itemplättchen, auf denen ein R zu sehen ist, gelegt werden. Dann werden diese so gut es geht gemischt und auf dem Spielbrett auf den Slots mit einem R verteilt. Diese Gegenstände kann der Vagabund hinterher durch eine Aktion in den Ruinen finden. Und zwar nur der Vagabund. Als weitere Vorbereitung sucht der Vagabundenspieler sich eine dieser drei Charakter aus. Die drei Charakter unterscheiden sich in der ihm zustehenden Zusatzaktion und in der Startausstattung mit Gegenständen. In diesem Fall nehmen wir mal den Dieb. Der Vagabundenspieler kann seine Figur in irgendein Waldfeld stellen. Also ein Feld, was von Lichtungen und Wegen eingezäunt ist. Dann werden die sogenannten Questkarten oder Aufgabenkarten gemischt und der Vagabundenspieler darf drei davon ziehen. Diese kommen in seinen Spielbereich und zwar aufgedeckt. Die Charakterkarte wird dann hier hingelegt und die Start-Items, markiert mit einem S, kommen auf das Spielertableau. Je nachdem, um welchen Gegenstand es sich handelt, werden sie verteilt auf Sack oder Satchel und auf diese Leisten hier vorne. Letzte Vorbereitung werden die sogenannten Beziehungsplättchen hier oben hingelegt. Und zwar in dem ersten Kästchen Indifferent, also gleichgültig. Das zeigt den Beziehungsstatus mit den anderen Fraktionen. Durch hinterher erklärte Aktionen können diese Beziehungen verbessert werden. Das hat Vorteile für meine Fraktion. Der Vagabundenspieler erhält Siegpunkte durch Erfüllen von Quests, also Aufgaben, und durch das Verbessern von Beziehungen zu anderen Fraktionen. Grundsätzlich bezahlt er im Folgenden für Aktionen, indem er Gegenstände umdreht. Nun sind sie erschöpft bzw. exhausted. Hinterher kann er diese wieder auffrischen und kann sie nochmal weiterverwenden. Hier oben sehen wir wieder seine wichtigen Eigenschaften. Nimble bedeutet, dass er sich freier bewegen kann als die anderen Fraktionen. Und zwar kann er sich bewegen, ohne darauf zu achten, ob er eine Siedlung beherrscht oder nicht. Er kann nämlich auch gar keine Siedlung beherrschen, weil er gar kein Krieger ist, sondern es ist ganz einfach eine normale Spielfigur. Er hat auch keine Gebäude, die er bauen könnte, um eine Lichtung zu beherrschen. Das bringt aber auch den zweiten Vorteil hier mit sich. Da diese Figur kein Krieger ist, kann sie nie im Kampf vollständig vom Brett genommen werden. Auch hier gehen wir einmal durch alle drei Phasen. Wir beginnen mit dem Birdsong. Als erste Aktion in der Frühphase kann der Vagabund drei Gegenstände wieder aktivieren. Zusätzlich noch zwei pro Kanne, die er hier gelegen hat. Das heißt, wenn er in der Vorrunde vielleicht den Schuh gebraucht hat, könnte er den jetzt wieder auffrischen. Außerdem kann er im Birdsong, ohne dafür was zu bezahlen, in ein angrenzendes Waldgebiet ziehen oder in eine angrenzende Lichtung ziehen. Das wäre beispielsweise ein Zug von hier nach hier oder von hier nach hier oder von hier nach hier. Die Hauptaktion des Vagabunden sind jetzt hier wieder in der Daylight-Phase. Und zwar sehen wir jetzt hier immer eine Aktion und daneben ein kleines Rechteck mit einem Item-Symbol. Das heißt einfach, dass wenn er diese Aktion ausführen will, er ein entsprechendes Item erschöpfen muss. Wenn er kein unerschöpftes Item hat, was er benötigen würde, könnte er diese Aktion nicht ausführen. Zum einen haben wir da Move oder Bewegung. Das ist bei den anderen Fraktionen schon erklärt worden. Der Vagabund muss dafür einen Schuh benutzen. Und kann in der Move-Aktion auch nicht in den Wald rein, das geht nur durch diese Slip-Aktion hier oben. Er kann da nur in benachbarte Lichtungen ziehen. Außerdem kann der Vagabund auch kämpfen, dafür benutzt er ein Schwert. Dann wird wie gehabt geguckt, ob der Verteidiger eine Ambush-Karte hat und so weiter und so fort. Dann wird gewürfelt. Der Vagabund kann aber maximal nur so viele Hits verteilen, wie er unbeschädigte Schwerter hat. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass erschöpfte Gegenstände nicht beschädigt sind. Beschädigt sind sie erst, wenn sie hier unten in dieser Box liegen. Wie sie beschädigt werden, sehen wir gleich. In diesem Fall hätte er quasi maximal einen Hit austeilen können. Wenn der Vagabund angegriffen wird und er hat kein unbeschädigtes Schwert, dann ist er defenseless oder schutzlos. Das heißt, der Angreifer würde sogar einen extra Schlag auf ihn bekommen. Jetzt sind wir nämlich auch an der Stelle,
wo Gegenstände hier unten in die Box wandern. Und zwar immer, wenn ein Vagabund Schläge einstecken muss, muss er entsprechend viele Items in diese Kasten hier unten packen. Also das heißt, wenn er 2 Schläge einstecken muss, müsste er 2 Dinger nach hier unten packen. Er kann dafür auch Gegenstände aus diesen Leisten nehmen. Sollte er einmal nicht mehr genug unbeschädigte Gegenstände haben, um alle Schläge einzustecken, würde er einfach den Rest der Schläge ignorieren. Die Explore-Aktion, das kann der Vagabund immer dann machen, wenn er auf einer Lichtung steht, auf der sich auch eine Ruine befindet, die noch nicht vorher entdeckt wurde. In diesem Falle nimmt er sich den darunterliegenden Gegenstand und packt ihn auf sein Spielertableau. Dafür erhält der Vagabund auch einen Siegpunkt. Die nächste Aktion ist sehr wichtig für den Vagabunden, und zwar geht es um die Hilfe- oder Unterstützungsaktion. Für diese Aktion kann ich irgendein Item erschöpfen, würde dann einem Spieler, der auf der gleichen Lichtung ist, eine Karte aus meiner Hand geben, die die gleiche Farbe hat wie die Lichtung, oder eine Vogelkarte. Und als Dank dafür würde mir dieser Spieler ein Item hier oben rausgeben, was er schon mal vorher gebaut hat. Und zwar darf das der Vagabund auswählen. Neben dem Gegenstand, den ich durch die Aid-Aktion von einem Mitspieler bekomme, hilft mir die Aid-Aktion auch, meine Beziehung zu den anderen Spielern zu verbessern. Dadurch erhalte ich Siegpunkte. Das funktioniert wie folgt. Hier auf der Beziehungsleiste sind zwischen diesen Kästchen immer eine Zahl angegeben. Das ist die erforderliche Anzahl von Aid-Aktionen, die ich in einer Runde machen muss, um einen weiterzuziehen. Das heißt, am Anfang reicht mir schon eine Aid-Aktion in einer Runde, um einen Spieler weiterzumachen. Dann brauche ich schon 2 in einer Runde, um ihn noch weiter zu schieben. Für jeden Schritt bekomme ich die oben abgedruckte Anzahl von Siegpunkten. Wenn ich einmal einen Mitspieler ganz hier durchgeführt habe, dann ist er ein Alliierter von mir. Ich bekomme dann quasi nochmal diese 2 Siegpunkte hier oben und werde in Zukunft, immer wenn ich ihm helfe, also eine Aid-Aktion mit ihm mache, bekomme ich weitere 2 Siegpunkte. Das steht hier unten. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, wenn ich mit einer Fraktion alliiert bin, kann ich als Vagabund in meiner Runde mit deren Kriegern auch ziehen, also mich bewegen und mit ihnen andere Spieler angreifen. Das sähe dann ungefähr so aus. Angenommen, der Vagabund ist mit der Woodland Alliance alliiert. Das heißt, wenn der Vagabund dran ist, kann er mit den Kriegern der Woodland Alliance zum Beispiel in diese Lichtung rein. Das heißt, dabei muss er aber für die Woodland Alliance Krieger die normalen Bewegungsregeln beachten, die ja für ihn nicht so gelten. Er kann ja durch Wälder. Und wenn er dann hier steht, kann er auch gegen die Katzen kämpfen. Jetzt kann er in diesem Kampf entscheiden, wie eventuell entgegengenommene Hits aufzuteilen sind. Und wenn er sich entscheidet, dass die Woodland Alliance mehr Hits einstecken muss als er, dann wären seine Alliierten sofort hier unten reinzuschieben. Dann sind sie nämlich hostile, dann sind sie auf einmal direkt seine Feinde. Dann hat er sie quasi so ausgenutzt, dass sie ziemlich sauer sind. Was mit der Hostile-Box hier unten ist, gucken wir uns gleich nochmal an. Also wenn er weiter alliiert sein will mit ihnen, würde er die 2 Hits aufteilen auf sich. Also er würde seine Items kaputt machen und ein Krieger würde sterben. Dann wären sie auch weiterhin noch alliiert. Wenn ich noch nicht mit einer Fraktion alliiert bin, reicht es schon, wenn ich einen Krieger von dieser Fraktion im Kampf töte, dass diese Fraktion automatisch hier im Hostile-Bereich ist. Da kommt sie auch nicht wieder raus. Das hat dann auch weitere Konsequenzen. Und zwar gibt es einen Nachteil. Das heißt, wenn ich in eine Lichtung ziehen will, in der schon Krieger einer verfeindeten Fraktion stehen, dann muss ich einen extra Schuh aktivieren. Also zusätzlich zu dem normalen. Es gibt aber auch noch einen Vorteil, und zwar, wenn ich in Zukunft Gebäude, Token oder Krieger von einem dieser Fraktionen, die unten in dieser Hostile-Box drin sind, töte oder zerstöre, bekomme ich jeweils einen Siegpunkt. Außerdem kann der Vagabund auch noch eine Quest erfüllen oder eine Aufgabe. Er hat ja immer 3 vor sich ausliegen. Die haben hier unten immer so 2 Symbole. Und wenn er die entsprechenden Symbole auch hat
und die sind noch nicht erschöpft bei ihnen, kann er sie jetzt erschöpfen. Dann würde der Vagabund pro Questkarte von der gleichen Farbe, die er schon erfüllt hat, einen Siegpunkt bekommen. Dabei wird die gerade erfüllte Questkarte mitgezählt. Das heißt, wenn ich die erfüllt habe und schon zwei andere rote Quests erfüllt habe, kriege ich insgesamt 3 Punkte. Das kann ich machen oder ich ziehe 2 Karten vom Stapel. Eine weitere Aktion ist die sogenannte Strike-Aktion. Das ist sowas wie ein Attentat. Dafür, wie aufgedruckt, muss ich eine Armbrust aktivieren. Und dann kann ich auf der Lichtung, auf der ich mich befinde, eine gegnerische Einheit zerstören. Entweder eine Kriegerfigur, ein Token oder ein Gebäude. Dann gibt es noch die Reparatur oder Crafting. Dafür braucht der Vagabund Hammer. Fangen wir mit der Reparatur an. Ich könnte quasi einen Hammer umdrehen. Dadurch könnt ihr einen kaputten Gegenstand von hier unten wieder an die entsprechende Stelle da oder auf eine dieser Leisten schieben. Nochmal zur Erinnerung, hier unten kommen die Gegenstände rein, wenn der Vagabund im Kampf Schläge anstecken muss. Er kann aber sich auch für die Craft-Aktion entscheiden. Das funktioniert beim Vagabunden so, wenn er diese Karte bauen will, dann müsste er in einer Mauslichtung stehen und einen Hammer umdrehen. Wenn die 2 Mäuse kosten würde, bräuchte er schon 2 Hammer. Wichtig dabei ist, dass die Lichtung, auf der sich der Vagabund zum Zeitpunkt der Craft-Aktion befindet, die Ressourcen bestimmt, die ihm zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn er hier steht, kann er nur Karten mit Fuchsressourcen kaufen. Dann braucht er natürlich noch die entsprechende Anzahl von noch nicht aktivierten Hämmern. Dann kommen wir zu seiner Regenerierungsphase. Als erstes kommt es darauf an, wo er zu dem Zeitpunkt steht. Wenn er im Wald steht, dann kann er alle kaputten Gegenstände wieder reparieren und dahin schieben. Wenn nicht, dann nicht. Dann darf er eine Karte nachziehen, plus eine weitere Karte für jeden Geldstapel, den er hier drauf liegen hat. Dann muss er aber, wie alle anderen Spieler, darauf achten, dass er nicht mehr als 5 Karten hat. Ansonsten muss er welche abwerfen. Zu guter Letzt muss er gucken, wie viele Gegenstände er hat. Und zwar hat er eigentlich immer Platz für 6 Gegenstände in seinem Beutel, wobei die kaputten mit hinzuzählen. Die Kapazität kann er aber erhöhen, indem er hier Säcke hinlegt. Eine Sonderregel sind noch die sogenannten Dominanzkarten. Wenn man die auf der Hand hat, kann man sie ganz normal ausgeben. Zum Beispiel, wenn man aufgefordert ist, eine Karte mit der Farbe der Fuchslichtung abzugeben. Dann kann man die ganz normal ausspielen, wie die anderen Karten. Oder man entscheidet sich dafür, diese Karten zu aktivieren. Dafür muss ich mindestens 10 Siegpunkte haben. Und wenn ich diese aktiviere, dann ändert sich meine Siegpunktbedingung. Normal ist es ja so, wenn man 30 Siegpunkte hat, dass man gewinnt. Hier wäre das dann aber auf einmal anders. Man würde dann seinen Siegpunktmarker vom Brett nehmen und würde dann gewinnen, je nachdem welche Karte man hat, in diesem Fall, wenn man 3 Fuchsrichtungen kontrolliert. Oder bei den anderen Karten entsprechend. Bei der Vogelkarte muss man 2 diagonal gegenüberliegende Lichtungen kontrollieren. Da ein Vagabund keine Lichtungen beherrschen kann, gibt es bei ihm eine Sonderregel. Und zwar, wenn er eine Dominanzkarte auslegt, ist die Farbe egal. Wenn er sie aktiviert, heißt das nur, dass er von da an mit einem anderen Spieler zusammenkämpft. Das heißt, er würde seinen Siegpunktmarker von der Leiste nehmen. Das heißt, er würde schauen, welcher seiner Mitspieler die wenigsten Siegpunkte hat. Und würde dann, in diesem Fall wäre es die Katze, seinen Siegpunktmarker von der Leiste runternehmen und einfach auf das entsprechende Tableau legen und würde dann mit der Katze quasi zusammenkämpfen. Das heißt, er würde gewinnen, wenn die Katze gewinnt. Wenn es einen Gleichstand bei den wenigsten Siegpunkten gibt, dann kann der Vagabund entscheiden, mit wem er zusammenkämpft. Ansonsten bleibt es bei der Siegpunktbedingung, wer als erstes 30 Siegpunkte hat, gewinnt. In diesem Sinne, Game on!